Hallo miteinander und willkommen zurück zu Shadow Empire. Nächste Folge, nächstes Glück. Tue ich mal ein hier. So, Runde 116. 10 Entscheidungen stehen an. Ja, tatsächlich haben Spione uns berichtet. Ah, der Megazord 2 ist fertig. Gut. Und dass es unter Umständen zu Auseinandersetzungen kommen könnte. Demnächst. Tatsächlich wurden wir davon unterrichtet, dass der Herzog, bei ihm wurde versucht, mit aller Macht, er hat den Pakt auch angenommen, wie wir sehen. Ja, es wurde versucht, ihn auf seine Seite zu ziehen. Und ja, dabei sind von Informationen auch ausgetauscht worden. Wie gesagt, überlegen wir uns nochmal ganz kurz hier. Die Ausgangslage dieses Krieges ist extrem ungeschickt. Weil er top versorgt ist hier und auch schnell Leute nachziehen kann hier, während wir Ewigkeiten brauchen, beziehungsweise wir immer noch natürlich den Bottleneck hier vorne haben an unserer Hauptstadt. Der verhindert ja gleich mehrere Sachen. Zum einen verhindert er, dass unsere Leute hier vorne aufgefüllt werden können. Ja, zum anderen verhindert er eben, dass wir Leute schnell von hier nach drüben verschieben können. Deswegen wird das alles hier dauern. Ich sehe eigentlich keine andere Lösung, das hier zu gewinnen, weil seine Truppen einfach überlegen sind. Als jetzt eine Verzögerungstaktik irgendwie zu spielen. Ich hoffe, dass wir nicht zu schnell zusammenbrechen. Das ist halt hier der Punkt. Wir sind ja so ein bisschen entrenched auch mit einigen Einheiten. Vor allem unsere Infanterie ist ganz gut entrenched hier. Wir werden das hier so machen, dass wir hier auf der Seite, wie geplant, wir werden eigentlich überall verteidigen. Wir müssen hier irgendwie eine Linie aufstellen, beziehungsweise wir werden hier so ein bisschen hantieren, weil die Truppen, die hier drüben sind, nicht ganz so stark in der Regel. Was wir zunächst machen werden, ist erstmal hier ein paar Spione hier nochmal einschleusen in dieses Gebiet hier. Spyring. Gut. Mal noch ein Spyring. Diesmal nicht. Jetzt mit einem Einzelnen. Ja, sieht gut aus. Wir haben genug politische Punkte dafür. Wir werden jetzt nochmal alles versuchen, hier rauszuholen, was nur geht. So. Ja, das bringt uns nicht viel, das Support Faction hier bei den Majors. Können wir hier irgendwelche lustigen Sachen noch machen? Nee, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Wir haben ja gesehen, wir haben gerade eben nochmal was bekommen. Wieso haben wir so viele Agent Exosuits? Okay. Und vielleicht mal hier verteilen auf die Leute. Phoebe Osborne? Hast du schon einen? Ja? Was ist mit dir? Walker? Dominator? Strat? So, Strategems? Oh mein Gott, wir könnten noch so viel hier reinbacken, ha? Huh? Understood. So. Ja, also wie gesagt, wir werden quasi angreifen, weil wir wissen, dass der Angriff kommen wird. Wir sind halt hier echt eigentlich, ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wir werden hier so schnell zurückgeschlagen, wir sind nicht schnell. Wir können, aber was wir machen können, das ist eben der Punkt, wir können versuchen, seine Bereitschaft und seine Moral hier etwas unterzusetzen, indem wir hier unsere Artillerie anwenden. Muss nur ein bisschen aufpassen. Genau hier habe ich gesehen, da hat er nämlich ein Schild noch stehen. Da werden wir nicht drauf ballern. Die werden aus Unversehrt bleiben, aber die und die hier nicht. Und wenn wir sie beschießen, werden sie schlechter dastehen. Ja, das ist genau der Punkt. Die Hoffnung ist, dass unsere Anti-Air-Jungs hier auch entsprechend wirken können. So, dann nehmen wir natürlich auch Stacking-Penalties hier dann mit der Zeit. Das sollten wir halt auch beachten. Deswegen würde ich euch mal da eingraben. Da haben wir ein Chor. Doch, hier haben wir auch ein Chor, okay. Und die können ja nicht angreifen, nicht wirklich nach vorne. Also wir stehen auf jeden Fall zwei tief, das ist gar nicht so schlecht. Ja, wir werden halt beschießen mit Artillerie, dass er seine Rallys unterbringt, dass er nicht so gut effektiv wirken kann. Wir sind ja, hier sind wir nicht so wirklich entrenched. Wir haben hier auch keine Infanterie. Logan. Commander of Supreme Command. Achso, natürlich, weil ihr ja Milizen seid hier. Du gehörst auch zum Supreme Command. Warte mal, kann ich auf dich ein Leader Strategy? Nee, ein HQ Strategy im Spielen eigentlich. No retreat. Um,
Hold the line. Was geht los, wenn die Phantoms on attack retreat at 80% losses? Nein! Ja, das dachte ich mir schon. Ja, wir bräuchten eigentlich noch ein zweites Air Command, so ein bisschen. Ja. Du bist ein eher nutzloser Typ eigentlich, aber das passt schon. So. Dich stellen wir hier dazu. Das hat hier unten das Sassel lassen wir so frei. Wir werden hier gleich angreifen und versuchen uns hier so aufzustellen, dass er uns hier halt nicht angreifen kann, dass wir das hier irgendwie zustellen. Er sollte uns hier nicht umzählen können. Wenn die Ziele hier die interessantesten eigentlich sind für uns. Das wäre natürlich ganz einfach, wenn wir das hier wegbekommen würden, diese AGs. Diesen Chemical Team. Aber der hat ja halt diese Death Carrier, die sind halt so brutal. Also. Da haben wir eigentlich keine Chance gegen. Wir haben gegen die meisten Truppen keine Chance. Wir müssen nur, können nur Masse kommen. Und das Problem ist, dass Masse nicht viel bringt bei dem Spiel hier. Zumindest solange nicht unsere guten Leute an der Front sind. Jetzt, wir haben ja einen neuen Walker. Das ist ja der alte. Der war ja schon ganz okay. Ja, das ist genau das, was wir brauchen hier. Aber eigentlich halt an der Front und nicht da hinten. Sie können ja mal gucken, aber Race, ja, es ist alles 0%. Es ist so ein Scheiß, Mann. Entschuldigung. Hier. Yeah. Race. Walker. Das sind die Kleinen. Halt nochmal. Nicht replace. Sondern Race. Replace Race. Heavy. Kostet uns ein bisschen was. Kaum Leute. Bisschen Metall. Eigentlich ist das ist echt so ein Biss, dass wir das hinten nicht hinbekommen, ne? So. Es gibt's. Es gibt ja keine, ne? Also das ist halt das Geile. Mittlerweile kann man sich ja diese OB selber basteln. Wir müssen dann mit dem auskommen, was wir hier haben. So, du bist hier unterwegs. Ganz nach unten. Okay, so. Die Jungs hier. Wo ist eigentlich euer... Wo ist euer... Wo ist hier euer HQ? Es ist weiß. Es ist nicht das, ja. Aber die Jungs müssen hier auch hin. Das ist die fünfte. Der ist auch auf Defense, gut. So. Machen wir die Interception eigentlich an? Nee, das passt also. Dieses zweite Core, du hast No Retreat, genau. Ich frag mich echt, wo den hier. So, also, die Jungs werden wir halt hier in den Bergen stationieren. Das ist der Plan. Haben wir jetzt hier alle bewegt, die wir bewegen wollten. Ja, jetzt haben wir noch die Droiden. Das ist die Droiden-Armee. Wir haben noch keinen Commander hier. Okay, Incident with Democratic Activists. Aha, demokratische Aktivisten, ja. Aha. Reverse Decisions of Leader. National Budget. Ja, lass mal auch so. Ja, können wir es ja versuchen. Light Science ist auch okay. Okay, jetzt was hier als nächstes. Nehmen wir jetzt den hier. Warte mal, wir haben ja... Das ist tatsächlich, also ich kann denen keine anderen Waffen geben. Das ist ein bisschen strange. Also die können keine Raketen verschießen oder so. Das ist ein bisschen komisch. Aber gut. Okay, wir haben da eigentlich alles. Was könnten wir noch verbessern? Könnten auch noch mal leichte Walker machen, die interessanter sind vielleicht.
Wir könnten auch einen neuen Monitor-Tank bauen. Oder hier, das sind ja auch nur so komische, die, ja, Gauss-Heavy, ja, Twin-Heavy-Laser-Rifle. Mit 150, 350. Moment. So, das sind 100? 150? Ja, mit einer Triple Electric Engine. Yes, sir. Sind die schon mal besser, allgemein? Storm Infantry Army, Siege Grenadier. Haben wir denn hier irgendwas Exotisches? Eigentlich nicht, ne? Armored Infantry Army. Mach doch mal das. So, wir geben nach. Wir sind ja Demokraten. Das heißt, wir sind mit offenen Händen, die Jungen arbeiten. So. Wir brauchen natürlich neue Kommandeure. Gut, Military. Aye, aye, sir. Eleanor Koloff. Klar. Sir, yes, sir. Du bist die Frau, die den Roboter anführt. Tatsächlich sollten wir auch... Du hier. Unit Admin. Du gehörst zur... Der hier jetzt, genau. Und du, Unit Admin, Change HQ, genau. So, der Rest wird zugewiesen, wenn er vorne an der Front ist. Ich weiß nicht, wie lange das dauern würde, bis wir da vorne an der Front sind. Okay, Race Formation. Wird dann eigentlich nicht alles raushauen, so, aber... Es ist ja nicht so, als könnten wir nicht dagegen halten. Es dauert nur, bis die ganzen Leute an der Front sind. Können wir noch mal irgendeine große Formation bauen, die Sinn machen würde? Eigentlich nicht, ne? Ich meine, diese Grenadierbrigaden schon ganz gut, aber wir bräuchten eigentlich bessere Panzer dafür. Oh wow, wir könnten hier die Interface durch die Bots ersetzen. Was eigentlich ganz geil wäre, eventuell. Armor. Das war ja die... Was zur Hölle? Was das denn? Oasis. Das war nie. Das lassen wir. Leider ist man bei den... mit den Sachen hier. Mal Guardian? Nee. Ich habe Wildermuth-Sounds hier. Ich dachte mir so, was ist denn los hier? Auf einmal. So. Okay. Ich denke, der einzige Vorteil, den wir uns sichern können, ist, dass wir als erstes angreifen und als erstes schießen. Ja. So. Okay. Okay. du. Oder einer von euch. Irgendjemand muss den ersten Shit machen. So, das ist jetzt der legendäre Angriff hier. Juckt auch niemanden. Ja. Sind alle d'accord damit, mit diesem Krieg? So, switch mal, greif mal hier an. Zack. So, das sind die mit den chemischen Waffen, die sich Infanterie stehen. Wasp-Typen, alles hier. So. Bombardement hat geendet. Zack, zack. Mit Panzern angreifen. Du bleibst da. Warte mal, könnten wir denn hier potenziell noch... So. Wir haben dich hier. Wir haben... Irgendeiner ist hier oben. Ich weiß nicht, welcher. Einmal nur die zwei. Das sollte hoffentlich reichen. Die sind natürlich... Oh nein. Ich hatte hier Leute gehabt, die uns abgefangen haben. Wo kommt die Musik her? Alter, Falter. So, jetzt haben wir es mal hier. Ja, eins. Mach mal so.
So, vielleicht kann man hier ein bisschen noch anrichten. Na, ganz okay. Die haben sich schon mal zurückgezogen. So, die sind hier massiv entrenched, das heißt, wir sollten die Position nicht lassen. Wenn er da hingelaufen will, dann soll er es mal gerne machen. Wir sind hier entrenched. Ah. Ja. Switch, zack. Wir schießen da nämlich eine ganze Menge Leute stehen, wie man hier sieht. Wahrscheinlich soll das jetzt seine Haupt-Punch-Force sein, ich weiß es nicht. Ja, es geht fast überhaupt nichts, ne? Was ein Entrenchment ist immer drunter. So, ihr seid ja alle hoffentlich auf, ne? Always abfangen, genau. Hier du. 1 zu 407. Ernsthaft? Naja, wir haben eine Sache getötet hier sogar. Ah ja, guck mal, da. Ein von denen. Schön. Oh wow, die Typen sind ganz schön unzufrieden bei ihm hier. So, hier, selbes Spiel, schätze ich. Zumindest wäre ich hier vielleicht an der Seite. So. Ja, eine Menge Hits hier. Eigentlich haben wir ja sogar Jägerunterstützung ja mitgeschickt, ne? Gut. So, dann schick mal dich hier hin. So, wir müssen halt gucken, dass er hier nicht durchkommt. Das ist so das Wichtige eigentlich. Das ist eine Exposed Position hier. So, was haben wir denn hier? Anti-Tank. Und hier 1 zu 1,5. Dann schauen wir mal. Ja, wir haben einige von ihnen getötet. Hat gehalten. So, schieß mal hier drauf mit der Artillerie. Ja, leider wird es die ganze Zeit so laufen. Das ist halt. Sie sind einfach besser. Er hat halt das Einzige gemacht, was ihn halt einen Vorteil verschafft, nämlich Tekken. So, hier. Wird natürlich einen massiven Angriff starten in der Richtung. Schieß mal ein bisschen mit der Artillerie hier drauf zuerst. Vielleicht sind das ja unsere mobilen Truppen hier vorne. Jetzt kommen wir 3 zu 1. Das ist für mich gut genug, ehrlich gesagt, in dem Fall. Gut. Wenn wir halt Leute hier zurückdrängen, ja, das hat einfach nur Vorteile für uns. Also, natürlich hat es nur Vorteile für uns, logischerweise, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. So. Er wird bestimmt hier vorstoßen mit ihm hier, wenn wir hier ihm was offen lassen. Deswegen müssen wir da auch ein bisschen, ich meine, etwas konservativer mit dem, was wir hier so haben, umgehen. Weißt du, so ein paar Siege, ne, um die Moral ein bisschen zu brechen, ja. Das ist der Plan hier. Wir haben hier hinten also leider keine Aircover so richtig, das ist nicht so von Vorteil. Wenn wir hier mit Arti drauf schießen. Ist halt überall, wo er seine Walker stehen hat, da sind wir halt echt durch. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, komm, versuchen wir es. Ich meine, was soll's. Vielleicht war es auch ein Trugschluss. Sonst haben wir ganz gut gewürfelt teilweise. Aber es sieht nicht gut aus. Ja, er hat gehalten. Ja, das brauchen wir wahrscheinlich nicht machen. Zack, 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 zack. Können wir hier drauf schießen. Zumindest die ganze Arti leerballern, wenn wir können.
Das helfen aber auch so gut wie gar nichts, ne? Der ist halt genauso entrenched wie wir. Weil wir das gar nicht geachtet haben, ist, ne, wie gut unsere Leader eigentlich sind und so. Also wir sollten gucken, dass wir hier auch in den... So, der Rest ist hier, denke ich mal, okay. Ja, das war's dann mit unserer großen Offensive hier an der Front. Ich weiß, es gab nicht wirklich eine, aber ja. Anders geht's halt irgendwie. Was sagst du mir hier noch? Sagen wir, haben auch eigentlich alles verballert, was wir machen konnten. Das ist die Miliz hier. Die wird's reißen. Ja, nun. Okay, lass mal's lieber. So, ich meine, wir haben Reserven. Das ist der Vorteil. Dass wir halt hier teilweise immer noch keinen Strom haben, ist auch nicht so geil. Komm, wir raisen noch mehr. Schaffen wir es auch, ein Regiment zu raisen von denen eigentlich? Tatsächlich, ja? Nicht Guardians. Heavies. Okay. Und der Osten. Oh shit, das war jetzt nicht so schlau. Eigentlich. Ja, einer von euch müsste hier oben bleiben und diese Viecher hier weghalten, ja? Dass die uns hier irgendwas abstalten hätten. Im Sinne von. Hier mal Unit Admin, zack. Always Intercept Update. So. Ja, eigentlich müssen wir das hier nicht wirklich holen. Oh, Rock Camp. Ist das ein Refugee-Ding? Das wäre ja gar nicht so extrem schlecht. Hier. Tatsächlich, cool. Mehr Population Proton hier. Das ist natürlich sehr gut. Ja, das war's. Der Krieg beginnt. Unsere Vernichtung ist nur eine Frage der Zeit, tatsächlich. Ja, der wird jetzt ja halt echt. Ich fürchte, dass er ja super durchpunchen wird hier. So. Zumindest kommen wir ihn an zwei Stellen etwas zurückgeschlagen. Mehr wird's aber nicht werden. Also, ne? Dann sehen wir mal, was der Sugi macht, ne? Es wird übel werden. Aber wir mussten dieser Sache Einhalt gebieten. Uns wurde gesagt, dass er den Krieg erklären will, mussten ihm zuvorkommen. Ja. Dieses Regime muss aufgehalten werden. Seine pseudomenschliche Vorgehensweise hier, die Leute zu integrieren und in ihre Camps zu deportieren. All diejenigen, die nicht mitmachen wollten, das könnten wir so nicht gutheißen. Das Regime muss vernichtet werden. Im Sinne. Sehen wir uns gleich wieder im nächsten Zug. So, also mit dem, das Massaker beginnt, 117, ja, wir haben 5000 Infanteristen verloren, 200 Geschütze, 110 Trucks, 230 Panzer, 30 Bomber. Ja, mal gucken, wie übel es uns gleich erwischt hat in der ersten Runde. Ja, die Demands, die sind uns jetzt ziemlich egal, ehrlich gesagt, so, da ist der Guardian 2. Gut. Ja, also hier wurden wir wieder zurückgeschlagen. Ja, hier hat er uns tatsächlich wieder angegriffen. Ja, das sind die Reserven, die er jetzt reingezogen hat. Lass mal gucken, dass wir uns hier in die Richtung zurückziehen mit den ganzen Leuten. Um uns hier zu verteidigen, an dieser Engstelle. Hier mal sehen, wo er angegriffen hat, überall. Eine ganze Menge Angriffe. Man, haben wir sogar einen Miliz gehabt hier. So, dann geht er da gleich weiter. Da. Also jetzt hier von beiden Seiten. Ist erstaunlich viel. Rifle Militia und so. Ich meine, wo haben sich die sich zurück? Die haben sich ergeben alle, hä? Mehr oder weniger. So,
Also da gab es einen Artillerieangriff. Okay. Ja, also vorwiegend hier unten tatsächlich. So, müssen wir mal gucken, wie wir das hier machen. Zack. Also hierhin. Hierhin. Die haben schon wieder keinen Sprit hier tatsächlich. Das ist richtig geil. Ja, weil hier die Straße abgedingst wurde natürlich. Das wird uns zwar nicht viel bringen. Ja, weil die hier nächste Runde eh fallen werden. Das ist halt echt unfassbar hier, ne? Na gut, zumindest hier kann man noch ein paar Leute ausschalten. Auch wenn es nur irgendwelche nubischen Milizen sind. So, mal da noch ein Angriff. Ja, damit werden wir uns jetzt erstmal begnügen müssen hier am Anfang dieses Konflikts hier. Das brauchen wir tatsächlich nicht wirklich anfangen. Hier können sich ein bisschen mehr bewegen als andere. So, jetzt. Ja, die Jungs hier drüben können wir abschneiden, beziehungsweise abschreiben, so rum. Okay, du fährst dahin. So, hier drüber. Das kann doch gar nicht sein. Also, das kann mir doch keiner erzählen. Ja, dass der hier mit seinen zwei Jägern mir so viele Verluste zufügt. So. Mit allen draufgehen. So, wir haben ja hier, ihr seid ja normale Artillerie. Dann schießen wir da mal drauf. Also ich weiß nicht, ob der irgendwelche zusätzliche Tags hat oder sonst irgendwas. Wir treffen auch absolut nichts. Also, keine Ahnung, was das hier für Magie ist. So, jetzt haben wir hier mal hier so einen Angriff. Erstaunlich, dass wir keine Kills haben bei den Jungs hier. Bei der Infanterie meine ich. So. Stell dich mal hier in die Stadt rein, du ebenso. Ja, dieses HQ. Guck mal hier alle zurück. Ja. Es ist halt hier, sag ich mal, ein bisschen ein Weak Spot, sag ich mal. So, ganz ein wenig. Vielleicht die Frage, ne? Wir haben 11.000 davon. Ich wollte mal gucken, dass wir vielleicht sogar noch mehr Dingens herstellen, Treibstoff. So, wir kaufen mal hier von ein und verkaufen irgendwas anderes. 2.000, wir können mal wissen, was sie von verkaufen. Haben wir denn jetzt zumindest hier in Dichtung kommt zumindest ein bisschen was durch jetzt. Naja, nee, kommt es nicht, weil es hier wieder stecken bleibt. Obenrum geht jetzt ein bisschen was rum. Und schon haben wir genug, ja. Nee, nicht Workshop. So, Truppen ersetzen.
1, 2, 3, 4, 5. Die Trucks fehlen uns jetzt uns weiterhin eine ganze Menge. Das sind aber, die sind aber relativ uninteressant sowieso. So. Wissen wir es auf Lager hier? So, dann hier. Welcher ist denn da der neueste? Ist das der Starfire? 160, 166. Ist da wer 2 der Buzzer? Wie dick ist auch geil, ne? So schickt er mich dann die ganze Zeit da so weit runter. Was aber immer noch, ja, mit Abstand, ja, die beste Variante. Okay, dann bauen wir hier einen Buzzer. Nochmal einen. Dann Fighter Bomber. Da hatten wir ja eigentlich die Flyer. So. Taktische Bomber. Dann nehmen wir den Eclipse 2. Ja, nehmen wir lieber. Das waren die Airsnakes, die da abgeschossen wurden. Was ist das für die Dinge halt? Was sind das hier für die halt? Airbases brauchen und die haben wir nicht. So, ein paar RPGs. Da könnte man vielleicht auch mal wieder ein neues Modell machen. Das etwas besser ist. Vielleicht. Und 2 Manpads hat es auch erwischt. So, man hat dann TR2. Okay. Ja, hier. Das ist echt. Oh mein Gott. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, dass wir uns am besten vielleicht hier hinten irgendwie verteidigen. Weil da, das ist halt dasselbe. Solange wir keine Supplies bekommen, wir können halt nicht mal die Verluste auffüllen, die vorne sind. Es ist einfach zum Mäusemelken, ey. So. Die Rail ist noch nicht fertig. Zumindest die Truckstation ist jetzt fertig. Ich meine, hier sind wir zumindest noch halbwegs versorgt. Ja, switch mal hier hin. Beschieß die mal. So. Oh, das Klasse ist, dass zumindest unsere Cores jetzt mal angreifen können, ha? Huh? Ist doch mal nett. Schon am Retreaten. Okay. Ihr verliert aber dadurch nicht euer Entrenchment, oder? 73 habt ihr noch. 140. Ja, da ist eh das Schild. Okay, dann schieß mal da rein. Diese verdammten Mech-Brigaden, ne? Und da hat er auch einen echt krassen Dude erwischt wohl. So. Ist halt auch geil. 1 zu 7. Sag mal, wie viel besser sind denn diese Typen als meine Leute? 148, 2, 3, 2, 4, 6, 5. Ja. Das sind sogar die neuesten hier von uns. Ohne Artillerie wird es hier echt schwierig. Jetzt kannst du mal versuchen, die hier anzugreifen, noch mit dem, was hier noch hier ist. Ah, es sind natürlich wieder die Typen unterwegs hier. Ja, bei dem ist es nicht schlimm, die können gerne verschwinden. Ich sehe aber auch keinen einzigen von diesen Fightern. Wo sitzen die eigentlich? Hier. Die hier sind's, ne?
278, so war die Plasma Jet Engine, ja. Wie gesagt, wir kämpfen hier halt mit Leuten mit Propeller-Engines gegen den gerade. Das macht's nicht einfacher. So, geh mal dahin. So, ihr bleibt hier quasi in Verstärkung stehen, wobei. Wo ist die Stadt? Ist die Stadt hier drunter? Die Stadt ist da drunter. Sollten wir eigentlich dich noch da in die Stadt reinschicken? Da ist nämlich eigentlich nicht so viel drin. Zumindest viel zu wenig. Okay. Dann verteilt euch mal hier in dem Bereich. So, mal drei davon dahin. So, die großen gehen darunter. Auch darunter, so die 7. Infanterie. Können ja mal. Es geht, glaube ich, immer noch nicht hier drüben, ne? Ja, ich könnte mich. Hey, ich meine, es ist besser als nichts, ne? Aber ja. Es reicht immer noch nicht. Übrigens hat der Herzog dieselben Probleme wie wir hier die ganze Zeit. Jetzt hoffen wir mal, dass wir nicht völlig untergehen hier mit dem Fuel. Und das ist übrigens auch eine Sache, die uns aufgefallen ist. Also das Spionagesystem ist halt echt ein Witz. Weil. Susi hat alles von uns die ganze Zeit. Der weiß doch bei uns leider besser Bescheid als wir. Ja, also. Es ist irgendwie zu einfach. Und ich habe halt Counterintelligence auf Maximum, habt ihr ja gesehen beim Budget. Und das bringt halt absolut gar nichts. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch was anderes, was wir hier in dem Fall falsch machen. Ja, aber das bringt momentan nicht gerade viel. So, was haben wir denn hier an Field Testing bei dir? Könnten natürlich theoretisch hier die Excalibur erhöhen auf 240er. Heavy Combat Armor, so. Bessere Artillerie. Ah, Streik in Boulder, ja, gib ihnen. Es ist natürlich immer dasselbe weiterhin hier. So. Lowman. Klar. Das ist erst eine Found Info. Ja. Ja. Da drüben dürft ihr keine Infos finden. Das sind die guten. Ja, und jetzt haben wir hier natürlich wieder dasselbe Problem, ne? Also, eigentlich wollen wir ja hier beide angreifen. So, er hat sich wahrscheinlich hier, ja, da hat er sich verbarrikadiert. Wir müssen halt irgendwie hier am oberen Ende entlang. So, mal da ein bisschen angreifen. Luftwaffe bräuchten wir hier auf der Seite. Er hat anscheinend nämlich keine Jäger positioniert. Und diese Rocket Launcher, die sind ganz schön teuer. Das ist schon ganz nett. Mal so ein paar Flieger darüber. Das geht ja relativ schnell. Und zwar. Fighter Bomber. Waren es Fighter Bomber? Taktische? Gibt es zwei? Nein. Jetzt noch wüsste, ne? Das sind die Flyer, glaube ich. Aber lass mal hier in Bataillonsstärke rüberschicken. Nicht OHQ. Der Level Bomber? Nein, die waren es nicht. Das wird jetzt wieder dauern. Da gibt es noch einen Fighter Bomber. Waren es die? Ja, es waren die Flyer. Ah.
So, dann können wir mit denen nämlich darüber. Und wir brauchen wohl auch definitiv mal ein Regiment von Fightern. Ah, ich möchte wieder einen neuen Fighter, hä? So. Also die kommen auf jeden Fall nach links rüber. Und wir holen uns nochmal. Ja, ich können wir auch da. So. Ressourcentechnisch sieht es weiterhin gut aus. In der Hauptstadt haben wir ja hoffentlich genug Arbeiter und so. Okay, und wir bauen ja Strom und alles noch, ja? Construct. So. Könnte natürlich auch hier nochmal eins bauen. Hier könnte man auch einen Nuklearplant bauen. In der Hauptstadt. Das würde, glaube ich, ganz gut passen. Nicht, dass es uns hier was bringt, ne? Weil, ja. Vielleicht die nächste Truckstation. Ja. Alles so viel wie möglich ausbauen. Keine hydrophonischen Farmen. Wo ist das denn hier? Wie ist zum Beispiel Biofuel Refinery? 200. Tiersynthetisch aus Strom. Das heißt, ja, mal dich hier. Dasselbe können wir hier drüben machen. Industrie. Ich meine, ja, nicht, dass uns hier halt. Ach so, richtig. Wir bräuchten auch vielleicht einfach mal einen. Eine Powerbank hier. So, hier drüben. Nicht überall gucken, dass wir hier die Sachen weiter ausbauen. Railstation 2 auch hier. So, was sagt denn unser Freund hier oben? Logistisch Station 2. Dann sollten wir zumindest in unserem Kernland dann ordentlich versorgt sein, hoffentlich. Und hoffentlich auch ja, mit genug, ja. So, Solarpaneele 2 kannst du auch direkt bauen. Energy-mäßig, industriemäßig. Könnten noch ein bisschen unsere Nahrung noch verarbeiten, aber. Ein Deep Core Gas Extractor könnte man natürlich auch bauen. Understood. So, jetzt haben wir, glaube ich, zumindest die Städte. Wobei du solltest eigentlich auch noch genug Leute haben, ja. So, Logistics, Truck Station 2. Ist eine Rail Station noch? Warte, du hast noch überhaupt keine Rail Station? Willst du mich verarschen? Okay. Okay, nichts werden hier mit der Versorgung hier nach Westen. Also hier drüben. Auch hier. Ja, wir sind tatsächlich am Limit hier. Wir brauchen mehr Leute. Heißt, ja. Dass es hier erstmal gar nichts mehr gibt. Dann würde ich mal ein Hospital hier oder so. Ja, bau mal. Was sind wie die Bedingungen? Wobei die eigentlich. Ja, aber da sind nicht so glücklich. Ja, das ist schon. Okay, hier. Du Carbon Compound müsste eigentlich mittlerweile auch gut unterwegs sein. Hat auf jeden Fall genug Leute. Konstruieren wir. Und zwar zunächst mal noch ein Solarfeld. 10.000 Kolonisten eigentlich. Wenn wir sie dann irgendwo hinschicken könnten, wäre das super. Diese dämlichen Engpässe hier. Ah. Du kannst hier auch mal eine weitere Railstation bauen. Und eine Truckstation 3. So, euch fehlen, dass ich hier unten Arbeiter. Du hast auch noch keine Railstation. Abgesehen davon, dass du natürlich auch noch keine Railverbindung hast, aber gut. Ist alles sehr dünn gesät hier. Müssten hier drüben mal eine Stadt gründen, auch nochmal hier oder so. Genau auf diesem Hex hier idealerweise, vielleicht. Ja, die müssen wir noch auf.
aufpassen, dass wir nicht aus Versehen irgendwas hier wegsnacken, was nicht vorgesehen ist. Okay. Diese Stadt hier. Ernsthaft. Field Fuel. Dann sollten wir vielleicht vor Ort auch ein bisschen Fuel machen hier. Wissen wir, dass es immer so lange dauert, aber. Das könnten wir eigentlich hier auch noch machen. Industry Deep Core Gas Extractor. Es sind relativ wenig Arbeitsplätze und trotzdem kriegen wir halt was raus. Können wir den nochmal verbessern, 6 Runden lang. So. Sollen wir noch 6 Runden durchhalten? Das ist die andere Frage. So, dann kriegen wir hier mit dem Jäger noch hin. Ihr haltet dort. Dieser Bottleneck ist halt auch richtig bitter. Ja, und hier, da war keine Arbeiter. Ja, das, eigentlich müssten wir dieses Ding halt kolonisieren, ohne Ende. Ja, sobald das mal geht, dann ist ja auch alles etwas schicker. Ich glaube, mehr können wir auch diesem echt nicht machen. Ich meine, die Truppen, die gut sind, die sind alle hier hinten. Ich hoffe aber, dass wir noch ein bisschen halten können. Hier, der wird jetzt die Sachen hier, die werden jetzt alle massakriert werden. Dieser dämlichen Death Carrier. Okay. Tja, dann schätze ich. Ich überlege gerade, ob wir nicht doch was anderes als die Artillerie verbessern sollten. Wie viel Field Training haben wir denn auf euch? Bis 19. Lohnt sich aber erst, wenn wir die nächste Tech haben. Okay. Tja, Zeit zu sterben. Weiterhin zu sterben.